Auch für die isolierten DC-DC-Wandler kann man Mittelwertmodelle ableiten, um daraus die regelungstechnischen Übertragungsfunktionen abzuleiten oder um schneller zu simulieren. Die Voraussetzung hierfür ist ähnlich wie bei den normalen DC-DC-Wandlern, dass wir hier PWM-Betrieb haben. Tatsächlich gibt es auch Mittelwertmodelle für andere Betriebsarten. Wenn wir einen Sperrwandler haben, der im quasi Resonanzmodus arbeitet, dann gibt es auch ein Mittelwertmodell für den Boundary Conduction Mode. Wir wollen uns jetzt hier aber zunächst mal beschränken für den PWM-Betrieb. Und dann ist es so, dass wir die Mittelwertmodelle ableiten können aus den Grundschaltungen. Das heißt konkret, Flusswandler sind nichts anderes als isolierte Tiefsetzsteller, beziehungsweise Abwärtswandler oder Buck-Konverter. Und der Sperrwandler entsteht aus dem Hochtiefsetzsteller, dem Invertierenden, durch Einfügen eines Speichertransformators beziehungsweise einer Speicherdrossel mit mehreren Wicklungen. Entsprechend werden wir jetzt auch die Ableitung hier uns anschauen. Wie kommen wir zu diesen Modellen für die isolierten DC-DC-Wandler? Dazu brauchen wir als zusätzliches Schaltungselement jetzt aber noch den sogenannten Gleichstromtransformator, DC-Transformator, weil durch die Aktion, dass wir zu Mittelwerten übergehen, haben wir jetzt auch nicht mehr direkt die Möglichkeit, einen normalen Transformator einzusetzen. Das heißt, wir können nicht einfach ein Tiefsetzstellermodell nehmen, zwei gekoppelte Spulen machen und die zum Beispiel in SPICE, in der Simulation, mit einem K-Faktor versehen und hoffen, dass es funktioniert, weil tatsächlich haben wir jetzt langsam veränderliche Gleichspannungen, die übertragen werden. Und dazu brauchen wir jetzt als zusätzliche Modellkomponente halt einen Transformator, der auch sehr niedrige Frequenzen inklusive einer Gleichspannung übertragen kann, um die Arbeitspunkte zu berechnen. Das heißt, von der Idee her sieht der wie folgt aus. Wir werden ein Symbol nehmen mit zwei Wicklungen. Wir machen jetzt hier so ein Gleich- und ein Wechselsymbol drüber, also Sinus und Gleichspannung soll der übertragen und im Prinzip soll das funktionieren wie ein normaler Transformator. Das heißt, wir haben eine primärseitige Windungszahl und eine sekundärseitige Windungszahl. Und Ströme und Spannungen werden hier im Verhältnis dieser Windungszahlen übersetzt. Das heißt, tatsächlich werden wir für die Simulation bzw. für die analytische Berechnung jetzt dieses Element einfügen. Und zwar in Form von zwei gesteuerten Quellen. Auf der einen Seite, hier der Primärseite eine gesteuerte Stromquelle und auf der Sekundärseite eine gesteuerte Spannungsquelle. Das heißt, wenn wir hier die Anschlüsse mit 1, 2, 3, 4 benennen und dann sollen jetzt diese Elemente in diesem Kasten drinstecken. Wir haben weiterhin dieses Übersetzungsverhältnis n primär zu n sekundär und jetzt soll der Strom durch diese primärseitige Stromquelle gesteuert werden vom Strom, der in der Sekundärseite fließt. Das heißt, ich sage jetzt hier IP Mittel, weil es ja fürs Mittelwertmodell gilt, soll sein n sekundär zu n primär mal I sekundär und I sekundär soll der Strom sein, der hier aus dem Anschluss 3 rausfließt, sodass hier auch dieser Wickelsinn, der durch die Punkte angegeben ist, richtig bleibt. Das heißt, der Strom, der auf der Sekundärseite rausfließt, muss auf der Primärseite reinfließen, so wie beim normalen Transformator, dass wir auf der einen Seite sozusagen Verbraucherverhalten haben, auf der anderen Seite Quellenverhalten. Und umgekehrt soll die Spannung auf dieser Sekundärseite mit dem Übersetzungsverhältnis gewichtet die Spannung an der primärseitigen Quelle sein. Das heißt, tatsächlich werden wir also ein Ersatzschaltbild machen, wo wir den Transformator durch zwei gesteuerte Quellen ersetzen und in unser Mittelwertmodell einsetzen. Für den tatsächlichen Transformator, das Übersetzungsverhältnis nehmen wir von dem tatsächlichen Transformator und ergänzen das dann um das PWM-Switch-Modell und können dann zum Beispiel den Eintaktflusswandler oder auch Gegentaktflusswandler und den Sperrwandler ableiten aus den Grundschaltungen, die wir bereits mit dem PWM-Switch-Modell und mit dem Mittelwertmodell betrachtet haben. Schauen wir uns dazu ein erstes Beispiel an. Das heißt, wir betrachten den Eintaktflusswandler. Dann hat er folgenden Aufbau. Wir haben auf der einen Seite unseren aktiven Schalter in Serie zu einer Primärwicklung. Wir haben eine Sekundärwicklung. Dort einen Einweggleichrichter mit Freilaufdiode und am Ausgang das LC-Filter gleich wie beim Tiefsetzsteller. Und zusätzlich auf der Primärseite noch, nehmen wir an, wir haben so eine Entmagnetisierungswicklung mit derselben Windungszahl, die primärseitige Wicklung und eine Diode, sodass er hier die gespeicherte Energie während der Einschaltphase, die in der Hauptinduktivität gespeichert wird, während der Ausschaltphase des Transistors bzw. des Schalters hier zurückgespeist werden kann in die Versorgungsspannung.
Der Schalter hier wird jetzt mit diesem Steuersignal D von T angesteuert, diesem pulsweitenmodulierten Signal. Und tatsächlich ist hier die Funktionalität des Transformators eigentlich bloß so gegeben, dass wir hier auf der Sekundärseite eigentlich einen Tiefsetzsteller haben, gebildet durch die beiden Dioden und das Ausgangsfilter. Aber die Eingangsspannung zu diesem Tiefsetzsteller ist um das Übersetzungsverhältnis des Transformators größer oder kleiner als die Eingangsspannung der eigentlichen Schaltung. Das heißt, hier diese Spannung ist UE mal N sekundär zu N primär. Und wenn wir jetzt daraus ein Mittelwertmodell machen wollen, dann ist die Vorgehensweise wie folgt. Wir ersetzen das gesamte Gebilde hier vorne, das heißt diesen Transformator mit den drei Wicklungen, den Schalter, einfach durch unseren DC-Transformator und die Ausgangsseite hier, weil sie ein Tiefsetzsteller ist, einfach durch das PWM-Switch-Modell des Tiefsetzstellers machen wir es zunächst etwas ausführlich. Das heißt, ich habe hier UE-Mittel, dann haben wir hier die beiden gesteuerten Quellen, die den DC-Transformator bilden, diese Stromquelle und diese Spannungsquelle, weil jetzt hier natürlich gilt, IP ist gleich N sekundär zu N primär mal I sekundär und U sekundär ist N sekundär zu N primär mal U primär Mittel. Das heißt, das wäre dieses Modell dieses DC-Transformators, den wir dort eingeführt haben. Und dahinter schalten wir jetzt unser PWM-Switch-Modell. Das heißt, wir würden hier die obere Diode, nennen wir die hier D1, ersetzen durch eine Stromquelle und die untere Diode durch eine Spannungsquelle. Das heißt, wir haben hier dann diesen Active-Anschluss, hier hätten wir den Passive-Anschluss, hier hätten wir den Com-Anschluss und hätten dann hier dieselben Beziehungen eigentlich. I-Active ist gleich eine Funktion von I-Com und dem Tastverhältnis natürlich. Und hier U-Com-Passive ist eine Funktion von U-Active-Passive. Sozusagen hier die steuernden Größen definieren. Und am Ausgang schließen wir nur unser normales LC-Filter an. Und das Ganze wird dann hier gesteuert über das mittlere Tastverhältnis, wobei wir noch die Information hier über die Schaltfrequenz und den Induktivitätswert bräuchten, um jetzt hier die relative Leitdauer dieser Diode D2 dann berechnen zu können. Das heißt, tatsächlich können wir hier das PWM-Switch-Modell in seiner CCM-DCM-Variante oder nur in der CCM- oder nur in der DCM-Variante reinmachen. Das heißt, man könnte das auch ein bisschen anders zeichnen. Wenn wir jetzt die Symbole für den DC-Transformator und das PWM-Switch-Modell benutzen, dann würde unser Ersatzschaltbild für Flusswandler wie folgt aussehen. Wir hätten hier diesen DC-Transformator, dann dahinter mal in so einen Kasten rein, dieses PWM-Switch-Modell und am Ausgang unsere eigentliche Filterschaltung noch hinzu. Das heißt, wir ergänzen eigentlich bloß das PWM-Switch-Modell für diesen Ausgangsgleichrichter und statt dem eigentlichen Transformator setzen wir hier unseren DC-Transformator ein, der als Parameter diese Windungszahlen N primär und N sekundär hat. Und dann haben wir hier sozusagen ein Mittelwertmodell, was eigentlich für die meisten Flusswandler Gültigkeit hat. Worauf muss man aufpassen? Man muss hier drauf aufpassen, wenn man Flusswandler hat, die Gegentaktflusswandler sind, wie das Tastverhältnis definiert wird und abgeleitet wird und wie groß die Schaltfrequenz ist. Weil tatsächlich das PWM-Switch-Modell im DCM-Modus bzw. das kombinierte Modell benötigt ja die Information über die Schaltfrequenz. Und wenn wir jetzt einen Gegentaktwandler haben, haben wir die doppelte Schaltfrequenz auf der Sekundärseite. Und dann ist auch die Einschaltdauer der Schalter auf der Sekundärseite eine andere als die Einschaltdauer gegebenenfalls der Schalter auf der Primärseite. Ja, es ist so, wenn wir einen Gegentaktwandler haben und auf der Primärseite zum Beispiel eine Halbbrücke betrachten und wir schalten die mit 40% abwechselnd ein und hätten dann zum Beispiel Mittelpunktgleichrichter auf der Sekundärseite, kriegen wir eine Frequenzverdopplung, aber auch statt 40% Tastverhältnis primärseitig auf einmal 80% Tastverhältnis auf der Sekundärseite. Das heißt, gegebenenfalls muss man dann hier das mittlere Tastverhältnis entsprechend umrechnen. Aber ansonsten verhält sich diese Schaltung gleich wie der Tiefsetzsteller bzw. wie der Buck-Konverter oder Abwärtswandler, nur mit zusätzlicher Verstärkung bzw. mit einem zusätzlichen Übersetzungsverhältnis n sekundär zu n primär. Ja, das heißt, die Übertragungsfunktion wird mit diesem p-Faktor sozusagen einfach zusätzlich multipliziert. Das heißt, alles, was gesagt wurde zu den Übertragungsfunktionen von dem Tiefsetzsteller, sind genauso auch auf diesen Eintakt-Flusswandler anwendbar. Schauen wir uns das auch
kurz in der Simulation an. Dann habe ich das hier mal vorbereitet, dass wir uns einfach mal bloß anschauen können, wie funktioniert das. Das heißt, ich habe jetzt hier oben unser Mittelwertmodell für einen Eintaktflusswandler und hier unten den eigentlichen Eintaktflusswandler. Das heißt, hier mit unserem Transformator mit gleichen primärseitigen Wicklungen und jetzt hier einem Übersetzungsverhältnis von 1 zu 10. Achtung, zur Erinnerung nochmal, die Induktivitäten an dem Transformator verhalten sich zueinander wie die Quadrate der Windungszahlen. Deswegen ist die sekundärseitige Induktivität beim Übersetzungsverhältnis von 1 zu 10 bzw. von 10 zu 1 nur ein Hundertstel der primärseitigen Induktivität. Und ich habe jetzt hier einfach wahllos einen Wert von 1 Henry gewählt, weil es soll bloß ein idealer Transformator sein. Und wenn wir hier 0,01, also 10 Millihenry einsetzen, hätten wir hier ein Verhältnis primärseitige Induktivität zu sekundärseitiger Induktivität von 1 zu 100. Aber tatsächlich haben wir hier ein Übersetzungsverhältnis von 1 zu 1 Zehntel bzw. 10 zu 1. Das heißt, die Spannung wird hier um Faktor 10 runtergeteilt. Als Eingangsspannung hätten wir hier 400 Volt. Am Ausgang habe ich jetzt hier zwei ideale Dioden genommen und dann dieses Ausgangs-LC-Filter mit 100 Mikrohenry und 100 Mikrofarad sowie einen 2-Ohm-Lastwiderstand. Hier oben sehen wir jetzt, durch was wird das ersetzt. Dieser Ausgangskreis selber, das Filter bleibt gleich. Statt den beiden Dioden mache ich hier das PWM-Switch-Modell rein. Ja, das heißt, hier diese beiden werden zu diesem PWM-Switch-Modell. Die ganze vordere Anordnung hier aus der Freilaufdiode bzw. Entmagnetisierungsdiode und dem primärseitigen Schalter sowie dem Transformator fassen wir zusammen zu einem Gleichstromtransformator mit dem Übersetzungsverhältnis 1 zu 0,1 bzw. 10 zu 1. Und ansonsten sehen wir, verhält sich das hier wie ein normaler Tiefsetzsteller. Dann wollen wir jetzt das simulieren. Das heißt, ich mache hier einen Führungsgrößensprung von 0,4 Tastverhältnis auf 0,41. Und dann habe ich hier die Ergebnisse dieser Simulation. Das heißt, in diesem Fall nur eine Simulation im CCM-Modus. Wenn wir uns das anschauen im oberen Diagramm, die beiden Ausgangsspannungen UA-Average des Mittelwertmodells und UAS des geschalteten Modells und im unteren Diagramm die Stromverläufe durch die Induktivitäten jeweils. Das heißt, auch hier in Blau der Stromverlauf im Mittelwertmodell und in Rot der in dem geschalteten Modell. Und wenn man das hier betrachtet, sehen wir, okay, auch in diesem Modell kriegen wir die entsprechende Übereinstimmung, dass die Mittelwerte unseres Mittelwertmodells den Verläufen des geschalteten Modells folgen. Und wir können also in gleicher Art und Weise hier Bode-Diagramme ableiten, damit Regler dimensionieren, das Kleinsignalverhalten betrachten oder schnelle transiente Simulationen auch mit diesem isolierten DC-DC-Wandler, das heißt auch für einfache Schaltnetzteile, die durch so einen Eintaktflusswandler modelliert werden, beschreiben. Schauen wir auch ganz kurz rein, wie dieser Transformator realisiert ist. Dann habe ich hier dieses Ersatzschaltbild von diesem DC-Transformator aufgemacht und tatsächlich haben wir hier bloß zwei gesteuerte Quellen, wobei jeweils eine Klemmengröße an der anderen Quelle die jeweils steuernde Größe ist. Das heißt, hier dieser Strom I Pri errechnet sich als minus N Sec mal N Pri mal der Strom durch diese Spannungsquelle U Sec. Hier mit negativen Vorzeichen, weil tatsächlich der Strom hier von oben nach unten reinfließen würde, sozusagen in diesen oberen Anschluss. Wir brauchen aber einen rausfließenden Strom. Und genauso ist jetzt die Spannungsquelle hier definiert als das Übersetzungsverhältnis multipliziert mit der Spannung, die über der primärseitigen Stromquelle abfällt. Und mit diesem zusätzlichen Modell können wir dann jetzt diesen Flusswandler zurückführen auf das Mittelwertmodell. Das PWM-Switch-Modell ist gleich. Das heißt, wir können ja auch dieses PWM-Switch-Modell im CCM-DCM-Modus benutzen. Wir können Modelle benutzen, wo zusätzlich Verluste drin sind. Und wie gesagt, auch wenn wir andere DC-DC-Wandler hätten, wo wir jetzt nicht über Pulsweitenmodulation steuern,